hätte mir da was Besseres drunter vorgestellt. Naja, egal. Oh, hier ist noch ein Kampf. Ist auch noch ein Kampf. Der ist auf Stufe 22. Geflügelter Drache aus so alter Zeit. Das ist Quetzalcoatl bestimmt. Wir sind ja schon Level 21. In Kallen gelten zurzeit erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Sieht aus, als hättest du das perfekte Fotomotiv gefunden. Danke. Du weißt wirklich, wie man eine Landschaft einfangen kann. Daher möchte ich dich offiziell zum Fotodebütanten küren. Du bist jetzt also ein Mitglied unseres Vereins. Ein echter Fotograf-Freund. Du kommst doch viel rum, oder? Sicher entdeckst du noch weitere Fotomotive. Okay, Fotograf-Freund. Aktivitäten sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Ist das Absicht mit dem nur einen? F. Was willst du? Es folgen die Nachrichten des Tages. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Haben gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann, aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Was denkst du? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Ach, vergesst es. Als ich jung war, habe ich in der Garde gedient. Doch dann sind meine Eltern gestorben und ich habe Shinra verlassen, damit ich ihr Geschäft weiterführen kann. Es ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt hat Shinra nicht nur meine Familie, sondern auch meine Heimat geraubt. Grund genug, sie zu hassen, oder nicht? Aber du kommst doch aus Kalm, oder? Diese Stadt wurde einst von Shinra zerstört. Sicher, sie wurde wieder aufgebaut. Aber meine Heimat kann ich sie nicht mehr nennen. Ich bin nur deshalb noch hier, damit ich den Grund für meinen Hass nicht vergesse. Nicht die gesündeste Lebenseinstellung. Danke. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühl. Gefunden den Ort. Endlich fließt das Marco wieder. Überall, wo ein Marco abgestellt, geht das zu Lasten des Bodens. Aber was machen wir? Hey, nicht faulenzen! Erstmal will ich dieses Gebiet hier weißen Nebel befreien. Ja.
nicht einfach diesen Weg folgen? Wird der Nebel automatisch schon weggehen? Lästig. Ziemlich schwach. Tschüss. Auf jeden Fall ein Ort, auf dem ich mich auch schon freue. Es gibt mehrere Orte eigentlich, auf die ich mich freue. Bin ich echt mal gespannt, wie sie alles umgesetzt haben. Aber ich denke mal, hier wird es mehr sein als nur einen Ort besuchen und dann einfach durch und dann im nächsten Gebiet. Was da ist, was so ist, was da Ja, hier kann ich ja nur, wenn ich da lang gehe. Erstmal ist da glaube ich noch ein Fleckchen, oder? Ja, da ist noch ein Fleckchen, wo ich noch nicht lang war.
Tunnel. Ja, das ist doch eine Materia. Ja, schau doch mal. Dieser Hafen war schon zu regulieren. Hin und wieder wird recht interessanter Plunder aus Midgard und Junon angeschwemmt. Materia, Meister der Gegenstimmen. Manchmal lohnt es sich wirklich, sich umzugucken. Ich bin schon wie Yuffie, so ein Materia Hunter. Halt, halt, stopp. Ich könnte ja mal die Ausrüstung noch prüfen. Ist mir magische Abwehr drin, aber... Ich mach da mehr Minus als Plus.
Kampfplätze geheimer Gegner. Bei Kampfplätzen geheimer Gegner handelt es sich um die Habitate seltener Ungeheuer, die erst durch die Analyse mehrerer Lebensquellen entdeckt werden können. Shadley stuft diese Bestien als besonders stark ein. Oh Gott. Halte Dreieck gedrückt, um deinen Gegner aus der Reserve zu locken. Doch bereite dich gut vor, denn nach dem Kampfbeginn ist keine Flucht mehr möglich. Ah, besonders starke, ne? Und dann noch. Wenn es landet oder abhebt, wird es jedes Mal einen mächtigen Angriff aus. Zum Glück habe ich auch wieder. Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun auch eine höhere Magiestufe einsetzt. Ganz Feuerer und Feuerer sind beispielsweise versteckte Formen der Magie Feuer. In der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Alter, wie teuer Vitra einfach ist. Und tschüss! Ist jetzt Schluss!
Genau so! Ich mach das. Hier. Es hagelt. Ziemlich schwach. Schlupflustig. Volle Kraft. Das Spiel ist aus. Oh yeah. Unsere Chance. Okay, ergreifen wir die Chance. Bist du bereit? Braucht nur einer dieses Synthesis Material, ne? Synchroaktionen und Synchrofertigkeiten. Level 22 empfohlen, wir haben es auf Level 21 geschafft, also ja. Wir haben aber die Schwäche auch des Gegners gut genutzt. Hier noch was ist.
jemand von einer anderen Seite oder so. Und das, was wir gehen können, ist auf jeden Fall schon mal größtenteils auf das hier. Aber das können wir ja auch noch nicht begehen.